Fast wäre es in der Vergangenheit zu einer Kriegshandlung gekommen, und zwar zwischen den Russen und den Briten. Ich habe da eine ganz besondere Meinung dazu, auf die man nicht sofort kommt, obwohl sie eigentlich ganz naheliegend ist. Und ich werde euch in diesem Video darüber berichten. Also bleibt dran, dass du Bescheid weißt. Bevor ich jetzt beginne, möchte ich gerne in eigener Sache etwas sagen, denn wir sind alle schon sehr in den Vorbereitungen für das Smarana-Festival eingebunden. Die geistige Welt hat sehr viele Durchsagen für mich und sehr viele Schulungen, und das werde ich euch alles im Juli zur Verfügung stellen. Und deswegen habe ich jetzt auch sogar eine Durchsage bekommen über dieses Ereignis von der Kriegshandlung. Es wäre fast zu einem noch größeren Krieg gekommen, und die geistige Welt hat mir dazu eine Botschaft gegeben. Es ist wichtig, dass wir uns treffen, dass wir uns stärken. Gemeinsam können wir so viel bewirken, und dazu dient uns das Smarana Festival am 22. und 23. Juli. Dort könnt ihr mich alle persönlich kennenlernen. Ihr werdet auch Urna, die Sängerin, kennenlernen, die Smarana, die Voice of Smarana eingesungen hat. Wir haben auch noch einen besonderen Tonkünstler, mit dem wir unsere Stimmen stärken werden. Unsere körperliche, physische Stimme und unsere geistige Stimme. Denn diese geistige Stimme ist unser Werkzeug. Mit diesem Werkzeug können wir ganz viel verändern. Und jetzt kommen wir zu dem Thema. Und zwar wollte ein russischer Pilot einen britischen Flieger abschießen. Und man sagt, es ist nur nicht geglückt, weil eben die Munition versagte. So steht es im Fokus. Ich werde es euch auch jetzt gleich mal vorspielen. Moment, ich schalte um. So, da seht ihr es. Und zwar hier steht, russischer Pilot wollte britischen Jet abschießen, doch Munition versagte. Hört es euch mal an. Flugzeug über dem Schwarzen Meer geflogen, als ein russischer Kampfjet eine Rakete abschießt. Sie sollte den britischen Jet treffen, doch die Munition versagte. So heißt es in einem durchgesickerten US-Geheimbericht. Zwei US-Verteidigungsbeamte berichteten der New York Times zufolge, dass der Pilot eines russischen Kampfjets eine Anweisung des Radaroffiziers am Boden falsch interpretiert habe. Er hätte gedacht, dass er schießen dürfte. Doch das britische Flugzeug. Also ihr habt gesehen, er hatte gedacht, dass er schießen dürfe, und plötzlich hätte er es falsch verstanden, weil es nicht geglückt hat, weil er hat schon geschossen, er hat das ja schon ausgeübt, und es hat aber dennoch, dieser Schuss ging ins Leere sozusagen. Ich spiele noch mal weiter ab. Ein Aufklärungsflugzeug vom Typ RC-135 sei nicht getroffen worden. Die Rakete löste aufgrund eines technischen Fehlers, der auf die veraltete Technik russischer Waffen zurückzuführen sei, nicht aus. Hätte die russische Rakete. Das ist also jetzt die Meinung, oder so wird es uns dargestellt, weil ehrlich gesagt niemand weiß, warum es nicht geklappt hat. Und das werde ich euch gleich erzählen, warum es nicht geklappt hat. Wir hören schnell noch mal rein. Hätte das britische Flugzeug getroffen, wäre möglicherweise der NATO-Artikel 5 aktiviert worden. Zitat. Und das ist der Punkt, dieser NATO-Artikel. Wenn dieses Flugzeug getroffen wäre, hätten wir in der NATO, da ist dieser Passus drinnen, dass sich dann alle getroffen fühlen und somit eine Kriegserklärung, eine Kriegshandlung stattgefunden hätte, und wir wären alle in dem Krieg gewesen. Wir hören noch mal weiter rein. Die Parteien vereinbaren, dass ein bewaffneter Angriff gegen eine oder mehrere von ihnen in Europa oder Nordamerika als ein Angriff gegen sie alle angesehen wird. Das habe ich gemeint. Also, wenn so etwas passiert, dann gilt es so, wie wenn alle angegriffen werden. Heißt es im Nordatlantikvertrag. Im Oktober hatte der britische Verteidigungsminister Ben Wallace den Vorfall vor dem Parlament bereits als, Zitat, potenziell gefährlich bezeichnet. Er sprach davon, dass der russische Jet, Zitat, eine Rakete in der Nähe des britischen Jets abgefeuert hätte. Dabei habe es sich um eine technische Störung gehalten, hätten ihm russische Militärvertreter anschließend versichert. Sowohl das Pentagon wie auch die britische und russische Seite haben bisher keine Stellung bezogen. So, ich habe mal wieder umgeschalten. Und zwar habe ich gechannelt mit den Sternenwesen, was denn da los war, ob die das beobachtet haben. Und es wurde mir gesagt,
Es ist ganz klar, sie haben da eingegriffen. Und in einem früheren Video habe ich euch ja auch schon darüber erzählt, wie die Venusianer Atombomben manipuliert haben, sodass sie nicht gezündet werden konnten. Und hier ist es genauso. Sie haben also auch diesen Schuss so manipuliert, dass nichts passiert ist und haben so einen Weltkrieg sozusagen verhindert. Und sie sagen auch, wir lassen euch nicht im Stich, wir sind bei euch. Die Engel, die Sternenfreunde, das sind alles Boten Gottes. Und ihr braucht gar nicht zu denken, dass die Menschen alleine in diesem großen Universum sind, dass es keine Sternenfreunde oder Außerirdischen gibt. Wer das denkt, es tut mir wirklich leid, aber der ist noch nicht auf dem aktuellen Stand. Denn natürlich tun die Regierungen alles, um zu vertuschen, dass es Außerirdische oder Sternenfreunde gibt. Natürlich möchten sie uns eine Meinung aufzwingen, damit wir denen glauben und Angst vor Außerirdischen haben. Es ist aber das Gegenteil. Wir haben Sternenfreunde. Das Universum ist bevölkert mit anderen Wesen, ganz, ganz sicher. Und wer meine Bücher gelesen hat, der weiß das. Denn da habe ich auch ganz viele Botschaften von den Sternenwesen, von den Plejaden, von den Arcturus und von Andromeda. Diese drei Bücher, die sind gerade bei mir im Entstehen und es werden noch viel weitere kommen. Es ist einfach wichtig, dass wir unseren Horizont öffnen und uns auch mit diesen liebevollen Sternenwesen verbinden. Denn sie sind ja da, um uns zu helfen, um uns zu unterstützen. Und das ist doch so wertvoll. Und sie haben mir in einem Channeling mitgeteilt, dass sie das einfach umgelenkt haben, diesen Schuss, sodass er in das Leere ging sozusagen. Und das ist etwas, was ich euch sagen soll, einfach um euch Mut zu machen, um euch zu sagen, öffnet euch für die Engel, für die Sternenfreunde, für Gott, öffnet euch für das Göttliche, betet und nehmt die Hilfe auch an, denn dann ändert sich das Gedankengut und wir werden das auch zum Smarana Festival machen. Dort werden wir uns öffnen für das, was um uns herum geschieht, was da ist, uns zu helfen. Und wir werden einen Schritt weitergehen, um die Matrix, um ihr zu entfliehen, um einen Korridor zu schaffen, wo die Wirklichkeitsenergie noch viel intensiver auf die Erde kommt und wir dann dadurch in unserem Bewusstsein noch mehr angehoben werden können. Alles ist im göttlichen Plan, alles ist geführt und wir befinden uns einfach in der Übergangsphase und die Übergangsphase ist halt manchmal ziemlich anstrengend, das muss ich ja zugeben. Und wir wissen aber auch, es können sich dadurch neue Türen öffnen und genau das möchten wir ja. Also ihr braucht absolut keine Angst zu haben. Bleibt im Vertrauen und seid verbunden mit den Engeln, mit den Sternenfreunden, mit dem lieben Gott, in Anführungsstrichen. Bleibt damit verbunden und betet. Und wir werden jetzt auch eine wundervolle Botschaft bekommen. Und weil ich gerade schon daran denke, Erzengel Uriel hat ja gesagt, es liegen bei vielen Menschen Traumata des inneren Kindes noch vor, von vergangenen Erfahrungen aus diesem Leben und auch aus anderen Leben. Und wer da jetzt irgendwie eine große Angst vor dem Krieg spürt oder allgemein sehr ängstlich ist, dem rät Engel Uriel, sein inneres Kind zu heilen. Und es ist so wichtig, dass wir uns darum kümmern. Denn wenn unser inneres Kind geheilt ist, dann haben wir von innen heraus so viel Kraft und so viel Stärke und können auch die Hilfeenergien in Empfang nehmen, die uns ja ständig gesandt werden. Ich habe ja im letzten Video über die Sonnenfinsternis gesprochen und diese Energie, die uns da geschickt wird, die ist so aufbauend und unterstützend. Schaut euch das Video an, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Es ist wirklich sehr unterstützend und hilfreich und all dem können wir uns öffnen und dabei sein und dadurch können wir die ganze Menschenfamilie unterstützen, allein mit unserem Gedanken, mit unserem offenen Herzen. Und ihr seht an diesem Beispiel, es wird ja immer vertuscht.
Es wird ja meistens vertuscht von der Politik, was hier geschehen ist, die Hintergründe. Es war kein Versagen, es war eine Hilfestellung von unseren Sternenfreunden. Und jetzt freue ich mich sehr auf die Botschaft, die wir bekommen werden. Und zwar soll ich die Venusianer channeln. Das sind die Wesen auf der Venus. Und sie werden uns ein bisschen berichten, was sie alles für uns tun, wie sie uns unterstützen. Und da freue ich mich schon sehr darauf. Und ich habe hier das Auraspray der sieben Schwestern. Ich zeige es euch mal. Das sind die sieben Schwestern, die mich sehr unterstützen und die mir auch immer wieder darüber berichten, was los ist im Universum. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Freude mit der Botschaft. Seid gegrüßt, liebe Menschen des Lichtes, liebe Menschen der Erde und ganz besonders du, sei du mit Liebe gegrüßt. Mein Name ist Velura und ich komme von der Venus. Und ich bin voller Freude, dass ich heute zu dir sprechen darf. Denn wir sind so nah bei euch und halten uns dennoch sehr im Hintergrund. Wir springen dann ein, wenn es nötig ist. Wir helfen überall, wenn es schwierig wird auf der Erde. Die Venus ist ein Planet der Liebe. Und in jedem Wort, was ich zu dir spreche, fließt die hohe Liebe der Venus zu dir. Und diese Liebe, sie wird dich tragen, schützen und halten. Diese Liebe kann, wenn du es möchtest, Verletzungen in dir heilen, die du vielleicht trägst und die schwer auf deinen Schultern lasten. Ich, Velura, umarme dich jetzt. Ich umarme dich und ich schmiege deinen Kopf an meine Schulter, um dir zu sagen, wir sind bei dir. Wir sind euch Menschen so nah. Und besonders in der aktuellen Situation sind wir sehr wachsam. Wir beobachten genau, was in den verschiedenen Ländern eurer Erde geschieht. Und wenn es brenzlig wird, kommen wir sofort. Wir sind sofort zur Stelle und helfen das, das Schlimmste nicht geschieht. Wir sind so viel öfters bei euch, als wie ihr es überhaupt feststellt. Denn wir wirken im Verborgenen zu dem allerhöchsten Wohle der Menschheitsfamilie, eurem wundervollen Planeten Erde. Und wir sehen, dass ihr bereit seid, in den Wandel voranzukommen. Wir arbeiten mit dem Galaktischen Rat eng zusammen und wir haben unsere Lichtschiffe über den wichtigen Ländern eurer Erde platziert, um sofort an Ort und Stelle zu sein, falls es nötig ist. Und wir arbeiten mit den Engeln zusammen. Auch wir sind göttliche Geschöpfe in Liebe erschaffen. Und Gottes Gedanken fordern uns auf, euch, liebe Menschen, zu unterstützen, zusammen mit den Engeln. Und so braucht ihr keine Angst zu haben. Aber was ihr tun könntet,
das ist zu beten. Zu beten zu Gott und euch durch die Liebe, die euch im Gebet zuteil wird, zu stärken und zu kräftigen. Und so möchte ich gerne jetzt dich und euch, euch alle auffordern, euch mit Gottes Liebe zu verbinden und zu beten. Denn wir Venusianer, wir beten ebenfalls zu der göttlichen Liebe und wir erhalten diese Liebe mit jedem Gedanken multipliziert zurück. Und dies wünschen wir euch, euch liebe Menschen auch. Und wir wissen, dass sich dieses Jahr in eurer Zeitrechnung, in diesem Jahr, noch sehr viele Menschen auf diesen Weg begeben werden. Und alle Zweifler, alle anderen Menschen, die euch klein machen möchten, die euch ängstigen möchten, werden euch nicht erreichen, sobald ihr euch für die Liebe Gottes öffnet. Und so lasst uns gemeinsam die Worte der Liebe in das göttliche Feld der Liebe hineinsenden. Du darfst jetzt in diesem Gebet alles sagen, was dir am Herzen liegt. Du darfst dich mit Gottes Liebe verbinden und dich in die Hände von dieser Liebe fallen lassen. Wir, die Venusianer, die Wesen der Liebe, wir halten dieses Feld und wir sind bei dir. So beginne nun mit deinen eigenen Worten zu Gott zu sprechen. Und so tragen wir deine Worte in das göttliche Gedankenfeld hinein. Wir begleiten es mit dem Strahl der Venus, voller Licht und voller Liebe. Und wir bitten um Frieden für alle Menschen auf der Erde. Halima, Imapa, Runa. Hunama Oliga Hansa. Und so wird es geschehen. Es wird so sein, wie du es dir vorstellst. Frieden sei willkommen. Frieden lege dich auf die Erde. Ihr lieben Menschen, ihr seid so viele. Und ihr könnt es erreichen, wenn ihr gemeinsam diesen Weg geht. Gottes Liebe ist für euch da. Und so verabschiede ich mich mit dem Segen des Lichtes und der Liebe von jedem Einzelnen von euch. Denn ich weiß, dass ihr dieses Gebet immer wieder wiederholen könnt und somit für das Gute euer Licht sendet. Und du, lieber Mensch, darfst nun langsam wieder in dein Hier und Jetzt zurückkommen, Hände und Füße bewegen und ganz wieder hier sein. Ich danke Velura für diese wundervolle Botschaft und ich danke euch für eure Liebe.
Ich bin noch ganz ergriffen und ganz eng verbunden. Vielleicht geht es euch genauso. Und wenn ihr weiterhin wichtige Botschaften aus der geistigen Welt oder von den Sternenfreunden hören möchtet, dann dürft ihr gerne meinen Kanal abonnieren oder auch auf Telegram kommen. Dort spreche ich immer wieder mal eine Botschaft oder auch wichtige Informationen werden dort gepostet. Habt eine wundervolle Zeit. Ich umarme euch. Bis zum nächsten Mal.